Reus! Reus! Geil! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Und heute mit einem Mega-Pack-Opening. Wir haben 800k Coins und davon kann man schon einiges kaufen. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch direkt das Team der Woche an. Leider nimmt er, glaube ich, immer noch nicht den Spielton auf. Okay, Aubameyang im Sturm. Gomez, ja, Gomez, Schürrle linkes Mittelfeld. Okay, viele kenne ich ja nicht. Ja, ist aber auch nicht so ein berauschendes Team der Woche. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal direkt Packs und gucken, was uns das Packglück alles bringt. Okay, Goldsets. Mal gucken, wie viel wir ziehen. So lange, bis wir einen in Form gezogen haben. Ja, lassen wir erstmal... Ja, überspringen machen wir nicht. Wir gucken erstmal. Vielleicht bringt es ja Glück. Fernando. Wie viel ist der Junge denn wert? Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Ja. Bieten wir knapp über den Abschlusspreis ab. Ja, Sofortkaufpreis machen wir 1000. Senden. Ich würde sagen, die Verträge nehmen wir wieder mit. Ja, was ist hier wieder? Das erste Mal, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Das Stadion können wir auch mitnehmen. Und die 2000 Münzen? Gerne, gerne. Also, Objekt einlösen. Das war dann... viel miese haben wir nicht gemacht. Ja, einiges schon. Also, es war schon miese Pack. Okay, das nächste. Jetzt überspringen wir mal. Alaba hat uns leider kein Glück gebracht. Verträge. Oh, Trash, ein Duplikat. Leider habe ich ihn ja schon. Ja, das kann auch nur ein Verein. Milan-Trikot bzw. Wappen brauche ich nicht. Trash, wie viel ist denn wert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel wert ist. Ja, auch knapp über den Abschlusspreis. Ja, dann machen wir mal 6,50. Und 800 Sofortkaufpreis. Der kann weg, der kann weg. Und den Rest werden wir wieder sofort verkaufen. Das Stadion habe ich sowieso doppelt. Zwei Packs haben wir jetzt gezogen und nur Müll. Komm, David Alaba, du bringst uns Glück. Los. Schön in Form. Das wäre nice. Okay, Hut. Wer ist das denn? Preisvergleich. Ja, den können wir auch direkt abstoßen, ey. Ich nehme die Verträge wieder dankend mit. Und Fitness auch. Und den Rest werde ich wieder abstoßen. Also, das braucht man ja auch nicht. Und die Verträge... Ja, das einzige Gute an den Packs ist meistens, dass die Verträge da sind. Aber das war's auch schon. Ich muss gucken, dass mein PC nicht leckt, da ich gerade render. Ja. Dürfte eigentlich nicht sein. Dürfte eigentlich nicht sein. Und es ist Valencia. Hat hohes... Pace, wie viel ist der Junge denn wert? Preisvergleich. Ja, fangen wir auch mal bei 6,50 an. Und gucken, ob wir den wegbekommen. Marin, wo spielt er denn? Habe ich lange nicht mehr gesehen. Erstbesitzer. Ja, ist ja klar, dass ich Erstbesitzer bin. Ja, keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Ich kenne mich nur in der deutschen Liga aus, das war es eigentlich auch schon. Okay. Kann alles wieder weg per Sofortkauf. Und mal gucken, ob wir vielleicht mal was Gutes ziehen. Vielleicht so ein Messi, also. Das wäre ja schon nicht schlecht, oder? Okay, Nani. Nicht in... Ach, ja, ist jetzt auch egal. Wie viel ist der Junge denn wert? Preisvergleich. Adebayor. Ja, 6,50 kann weg. Ich mache immer alles... knapp über den Abschlusspreis, damit ich etwas Gewinn habe. Die Verträge nehmen wir wieder dankend ab. Ja, Suarez. Leider der falsche Suarez. Der normale wäre schon viel besser. Der hätte mir schon einiges reingeholt. Den Rest werden wir wieder verkaufen. Ich finde es voll schade, dass man den Game-Sound... Ich glaube, ich muss mir FIFA wirklich für den PC kaufen. Das hat mehr Sinn als auf der PS3. Allein schon wegen der Grafik. Aber ich hoffe, euch stört es nicht so sehr wegen der Qualität. Okay, Salah. 93 Pace, das ist schon... Nein, ach. Ich will die noch nicht im Verein tun. Naja, Santon ist auch nichts wert. Glaube ich zumindest. Ich meine, den habe ich... Ja, Real Madrid-Trikot brauchen wir sowieso nicht. Ich bin mit meinem Leverkusen-Trikot zufrieden. Ja.
Los, bring uns Glück. Überspringen. Ah, Müll, 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 Müll. Fuß nehme ich auch mit. RF zu RS, ja. Sowas nehmen wir immer mit, aber der Rest kann weg, brauche ich nicht. So, Alaba, bring uns Glück, bring uns Glück. Überspringen, ja, komm. Dost. Hm. Ja, der kann nicht viel wert sein, kann ich mir nicht vorstellen. Wolfsburger, ja, auch knapp über einen Abschlusspreis, 6,50. So, senden. Der Rest ist wieder nur Müll. Müll, 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 Müll. Heilung kann ich auch mitnehmen und der Rest kann wieder weg. Oh, hoffentlich ziehen wir was Gutes, hoffentlich ziehen wir was Gutes. Das Beste, was ich bis jetzt hier gezogen habe, war letzte Woche Özil in Form. Fellaini. Nein, ich möchte im Moment kein FIFA spielen. Preisvergleich. Okay, Physis 88, das ist schon sehr heavy. Okay, 1. Ja, fangen wir mal bei 1 an. So. Nein! Ach, geh doch weg. Vargas. Pace 86. Auf Transfermarkt, Preisvergleich. Gucken, wie viel der Wert ist. Hm. Fangen wir mal 700 an. Und gucken, was raus wird. Ja, einige Tipps und Trainen könnte ich euch geben, obwohl ich selber nicht ganz so viel Ahnung habe. Wo man gut Preise vergleichen kann, ist auf Footbin. Da sieht man immer, ob die Preise gestiegen oder gesunken sind. Und dann kann man ungefähr schätzen, das ist wie so bei einer Börse. Ja, und was immer wichtig ist, oft draufstellen, immer auch draufstellen. Es gibt ja auch eine FIFA-App. Nein, nicht, ach, ist doch kacke, wenn ich jemanden einen Verein tue, ey. Es gibt eine FIFA-App, die heißt FIFA 15 Compagnon. Da kann man Spieler verkaufen und einkaufen. Darauf kann man zwar nicht spielen, aber das ist so eine Interaktion. Ja, was für eine Interaktion. Da kann man halt Spieler verkaufen, kaufen und dein Team managen halt. Und da kann man die täglich draufstellen, denn das Handy hat man ja immer unterwegs. Ich schätze, die meisten von euch haben auch eine Flat und dann kann man die Spieler immer oft draufstellen. Das ist das Wichtige beim Traden, dass die wirklich oft auf dem Transfermarkt sind. Jo. 1010, heavy. Okay, komm. Hazard. Bring uns... heißt das Hazard? Ja, ich glaube schon. Bring uns Glück, bring uns Glück. Ach, ich will nicht in den Verein, ey. Oh, wieso drücke ich immer auf Viereck, Mann? Ich komme auch nicht hier mit der Steuerung klar. Okay. Alles wieder verkaufen. Ja, ich muss gucken, wie viel das Spiel noch für den PC kostet und dann... Ich glaube, mein PC müsste es sogar hinbekommen, abzuspielen. Denn mit dieser Quali bekomme ich überhaupt nicht klar. Wow. Drei seltene und das sind die Verträge. Wow. Verträge brauche ich nicht mehr. Habe ich wirklich ganz viel davon. Aber Verträge zu verkaufen lohnt sich auch nicht. Und wozu sind diese Chemistry-Style-Karten eigentlich da? Habe ich mich schon immer gefragt, aber... Falls einer von euch weiß, ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Okay, nächstes Pack. Und gucken, ob wir Glück haben. Das wievielte ist es schon? Ich weiß es nicht. Ich kann nur schätzen. Reus! Reus! Geil! Geil, 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 geil! Auf Transfermarkt anbieten und gucken, was der kleine Wert ist. Geil! Hammer, hammer, geil, hammer, geil, hammer, geil, hammer, geil. Geil, geil, geil! Geil! Woo! Da haben wir schon mal die Packs reingeholt. Sehr nice, sehr nice. Okay, da, ja, Mann, sauber. Habe ich auch mal Pack-Luck. Geil. Erste Megapack-Opening und dann so Luck, Alter, geil. 160 fangen wir mal an. Und zu Vorkaufpreis machen wir mal 190. So wie ich es gesehen habe, obwohl mit dem können wir ein bisschen traden. Es gibt ja auch unerfahrene FIFA-Spieler, die nicht abwarten können. Habe ich jetzt für eine Stunde reingestellt? Ich glaube schon. Geil, Reus, geil! Das Pack hat sich mal gelohnt. Also das Pack-Opening habe ich schon wieder reingeholt, schätzungsweise. Naja, eigentlich nicht, aber... Geil, richtig geil, ey. Richtig geil. Puh,
Okay. Das nächste Pack. Mal gucken, ob wir noch mehr Packluck haben. Alter, so ein Reus. Schade, dass ich den schon hatte, aber egal. Coutinho. Der ist nicht gerade viel wert. Ah. Leider diesmal keine gute Karte, die dabei war. Okay, auf Transfermarkt anbieten. Okay, der liegt so bei uns. Ja, komm, machen wir ein bisschen billiger. Ich bin in Spendierlaune. 1,5k und dann machen wir für sofort 1,9. Senden. Die Verträge nehmen wir wieder dankend an. Geil, Reus, Alter. Das hat sich richtig gelohnt, das Pack-Opening. Damals, ich hatte wirklich nie Glück, wenn ich Packs ziehe, aber diesmal scheint das Glück auf meiner Seite zu sein. Also, was einige vermuten, Mittwoch um 7 Uhr, wenn man da Packs zieht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, etwas Gutes zu ziehen. Aber ob das stimmt, das sind nur vage Vermutungen. Da das Team der Woche ja um 7 Uhr mittwochs erst rausgekommen ist. So, Fitness. Ja, den Rest können wir wieder schnell verkaufen. So, das nächste Pack-Opening. Und mal gucken, ob wir was Gutes ziehen. Helmes? Ja, brauche ich nicht. Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. 1, okay. Stellen wir ihn für 6,50 rein. Und das wird sich wahrscheinlich hochschaukeln. Senden. Wenn ihn wirklich jemand haben will, dann wird sich das hochschaukeln. Okay. Also das Pack-Opening hat sich schon mal gelohnt, auf jeden Fall. So ein Reus. Geil. So. Das nächste Pack und mal gucken, ob wir wieder so viel Packluck haben. Totti. Ist der viel wert? Nein, nicht Verein. Oh, schon wieder Marien. Ich ziehe heute nur Marien. Zum zweiten Mal heute schon. Heilung. Alle Verletzungen nehmen wir natürlich dankend an und der Rest kann wieder weg. Puh. Okay. Aber so ein Schürle in Form, das wäre schon nice. Oder so Aubameyang. Ich würde sogar, glaube ich, mit dem spielen. Drei seltene Verträge. In dem Pack sind ja immer nur drei seltene dabei. Okay, Fitness nehmen wir auch wieder mit. Fitness kann man eigentlich immer gebrauchen. So. Alle verbleibenden Objekte schnell verkaufen. Ich hoffe, mein PC leckt nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht ganz genau sehen. Da der sehr staubig ist, muss ich mal wieder putzen. Überspringen. Roberto Firmino, okay. Okay, und sonst nur Müll. Aber Spieleverträge nehme ich wieder gerne an. Kann auch nicht schaden, wenn man zu viele hat. Also, ja. Nein, ach ja, ist doch egal. Das wollte ich in den Verein nehmen. Puh. Ich glaube, den tue ich in den Verein, wirklich. Kann ich vielleicht mal gebrauchen? Mal gucken, mal gucken. Vielleicht mache ich mir irgendwann ein zweites Team, aber ich glaube, da mache ich mir ein englisches. Ein zweites deutsches Team ist ein bisschen langweilig. Vargas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel wert ist. Preisvergleich. Ja. Kann weg. Brauche ich nicht. Und das kann alles wieder in den Verein. Er scheint nicht viel wert zu sein. Managerverträge brauche ich sowieso nicht. Ich habe sowieso keinen Manager. Ich weiß auch gar nicht, wozu man Manager hat. Den braucht man ja nicht. Ich dachte früher, man braucht den und habe immer die Managerverträge gekauft, genau. Okay. Schon wieder das dritte Trikot von Ey, das sieht geil aus, nehme ich mal mit. Okay, ich nehme wieder gerne die Verträge an und der Rest kann wieder weg. Fitness nehme ich auch gerne. Okay. Und Rest wieder 771. So, Premium Gold Set. Alaba bringt uns Glück und beschert uns ein Alaba. Okay, wieder nichts Besonderes. Ja, der Rest kann weg. Wobei, das nehme ich noch an. Managervertrag kann ich auch noch annehmen. Der Rest kann wieder weg. Wie
viele Packs haben wir schon gezogen? 20? Ja, ist ja auch Mega-Pack-Opening. Wenn man schon Mega-Pack-Opening macht, dann ein richtiges. Ox brauche ich nicht. Ja, dieses Pack war nicht so knorke. Alle Verletzungen, gerne, gerne. Und alles wieder weg. 1128, 648k, okay. Ja, ich brauche eigentlich gar keine Spieler mehr, aber von den Münzen könnte ich mir auch theoretisch gesehen ein zweites Team machen. Diabetes, okay. Ja, der ist bestimmt nicht viel wert. Aber gucke ich trotzdem gleich mal zur Sicherheit. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit seinem Rating viel wert ist. Ja, Training nehmen wir auch noch mit. Preisvergleich. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Okay, ja. Knapp über den Abschlusspreis. Machen wir mal 700. Senden. Und wer ist das? Nein, nicht. Ach, ist jetzt auch egal. Okay. Nächstes Pack. Neues Pack, neues Glück. Lavezzi. Okay. 87. Ja, das wäre schön. 5 Millionen, das wäre sehr schön. Aber ich glaube, bei 1K kann ich das stehen lassen. Das wäre sogar in Ordnung. Senden. Okay. Wollscheid. Hat ja damals mal in Leverkusen gespielt, aber hat sich ja dazu umentschieden. Dann ist er zu Mainz gewechselt und dann spielt er jetzt, ich weiß nicht, was das für ein Verein ist. Ich kenne mich wirklich nur in der deutschen Liga aus, in den anderen Ligen, ja, kenne ich nur die großen Mannschaften. Los. Bring uns was Schönes. Zerkretz. Oder wie das auch immer ausgesprochen werden mag. Oh, wir haben schon Reus gezogen. Es ist wirklich das zweite Mal Packluck. Also ich habe zwei Informs gezogen. Einmal Moretti, der war leider nur 16k wert. Und Özil 250k. Diese Woche. So ein Reus. Geil. Richtig geil. Und der Rest wieder per Schnellverkauf weg. Kann man wirklich nicht gebrauchen. Wobei ich könnte noch gucken, ob man sich ein Inform holen kann. Ich glaube, bis 500k mache ich noch und dann lasse ich es sein. Ben, naja, brauche ich nicht. Die Verträge nehme ich wie immer gerne an. Fitness, ja, das nehme ich auch noch. Der Rest kann wieder weg. Boah, ich finde es so kacke, aus so einer blöden Qualität zu spielen, wirklich. Oh, Messi. Messi auf der Packung und Messi in der Packung. Lampard, okay. Den kenne ich sogar. Manchester City ist es, glaube ich. Ja. Preisvergleich. Naja, ist auch nicht so viel wert. 650. Senden. Kramer aus Gladbach, ja, brauche ich nicht. Ich fand eigentlich seine Leistung in der WM... viel hat er zum WM-Titel eigentlich nicht beigetragen. Ja, aber war ja Jogi Löws Entscheidung, ob er ihn mitnimmt oder nicht. Okay. Nächste Packung. Los. Das schaffen wir. Nehme ich wieder gerne dankbar an. Fitness, ja, wieso nicht. Und Sigurdsson, wenn das so ausgesprochen werden mag. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich wie immer. Okay. Über einen Abstoßwert. Ja, nicht 3 Stunden. Was ich immer empfehlen würde beim Traden, 1 Stunde. Okay. Nein, nicht. Ah, oh, wieso drücke ich mal Viereck? Aus der Gewohnheit. Okay, Goldsets. Weiter. Los, Alaba. Bring uns Glück. Nope, kein Glück. Was ist der junge Mann denn wert? Preisvergleich. Machen wir mal 700. Ja, senden. Das passt schon. Münzen, das nehmen wir immer gerne an. Freischalten, Objekt einlösen und wieder, wir haben ein paar Münzen bekommen. Ich glaube, ich bin bald auch schon so hart und stoß die ab. Die Verträge. Ich habe ja genug, ich glaube nicht, dass die mir irgendwann ausgehen werden. Aber
Nehme ich trotzdem mit. Ich meine, Schaden ja nicht los. Messi auf der Packung, Messi in der Packung. Das ist ein schönes Motto, schönes Motto. Lass mich mal wieder laufen. Vielleicht bringt uns das ja Glück. Los, go, go, go. Ah, Abraham, okay. Müll. Alles Müll. Alles Müll, 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 Müll. Ich glaube, das war's dann heute schon mit Reus. Als Packlack. Ja, Reus bringt mir die Münzen auch nicht ein, die ich jetzt für das für die Packs ausgegeben habe. Auch das Barca-Trikot habe ich wieder bekommen. Ein Duplikat. Ja, das habe ich wahrscheinlich schon im Verein. Mal gucken, was der hier wert ist. Ja, tu auf die Transfer. Ach, Mann. Immer Viereck. Ich drücke immer Viereck. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich wegen Preisvergleich oder Aktionen. Okay, das nächste Pack. Los, Alaba. Bring mir Glück. Nein, du hast mir kein Glück gebracht. Leider, leider, leider. Och, Rafinha, Rechtsverteidiger. Ist noch nicht mal rare. Wirklich, ist er so schlecht geworden, der Junge? Oh, schönes Stadion nehmen wir mit. Den Rest werden wir schnell verkaufen. Los, bring mir Glück, bring mir Glück, bring mir Glück, bring mir Glück. Ah. Balotelli, wie viel ist der wert? Ist der viel wert? Nein, das ist überhaupt nichts wert, ey. Ah. Wobei, aktuelles Gebot 4700? Da hat der aber schon Glück gehabt mit 4700. Und das probieren wir auch mal. 2500 Startpreis einfach mal. Probieren wir es einfach aus. Traden. Kann man ja mal probieren. Caligui. Okay. Verträge wieder in den Verein. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch 5 Packs und dann hören wir auch auf. Und ich guck mal, ob wir uns einen Informspieler holen können für unseren Verein. Informspieler sehen immer schön aus. Vielleicht so Benatia. Yo, ich musste gerade kurz was wegschneiden, da ich wieder gestört wurde. Leider haben wir wieder nichts Gutes gezogen, okay. Preisvergleich. Ja, komm, stoßen wir ab, ich bin mal so hart. Noch 3 Packs oder 4? Ja, sagen wir 3. Yo, ich musste gerade wieder was wegschneiden. Man kann wirklich wahnsinnig werden hier in der Familie. Okay. Wieder nur Müll, noch 2 Packs. Ja, komm, das kann alles weg. Ey, schon zum dritten Mal das dritte das Chelsea-Trikot, das dritte. Okay. Los, komm, noch einmal Packlack, einmal Packlack. Dante, okay. Kann ich aber nicht gebrauchen, wirklich nicht. Oh, ein Toprak. Habe ich leider schon im Verein. Wie viel ist der gute alte Dante denn momentan wert? Ey, ich hasse es immer hier, wenn die mit Pushkarten so viel verlangen. So, machen wir mal 6,50. Senden. Den Rest können wir wieder schnell verkaufen. Und dann noch ein Pack und dann war's das mit der Mega-Pack-Opening-Folge. Okay, noch ein Pack. Los, du bringst jetzt Glück. Überspringen. Oh, ist der viel wert? Preisvergleich. Ja. Wir sind mal... Ja, Leno habe ich schon wieder gezogen. Ja, wir sind mal so hart und stoßen alles ab. Okay, damit würde ich sagen, das war's denn für die heutige Packlack-Folge. Packlack-Folge für das Mega-Opening. Für das Mega-Pack-Opening. Ja, so rum. Und ja, wir haben Reus gezogen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Trotz der schlechten Qualität. Und wenn ihr kein FIFA mehr verpassen wollt, dann lasst doch auch ruhig ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.